Ich habe mir neulich auf eBay Kleinanzeigen eine gebrauchte Tasse gekauft. Und jetzt steht auf der Unterseite dieser Tasse Spülmaschinenfest. Weiß irgendjemand von euch, wann und wo das stattfindet? Nur noch mal so ganz kurz zum Verständnis. Es heißt nicht Homo-Ehe, sondern Ehe. Ich meine, es heißt ja auch nicht Homo-Arbeiten, Homo-Shopping oder Homo-Schwimmen. Also ganz ehrlich. Ich habe gestern meine Jogginghose so in die Wäsche gegeben, damit die endlich mal wieder weiß, wie sich Bewegung anfühlt. Also meine Mutter hat die gewaschen, nicht ich. Aber ich weiß gar nicht, warum das überhaupt Jogginghose genannt wird. Weil ganz ehrlich, wer geht in solchen Hosen joggen? Das ist eher so die Netflix- und Chill-Hose oder so. Ja. Ich bin jetzt erst kürzlich aus meinem Spanienurlaub zurückgekommen und da ist mir eine ganz ungünstige Geschichte passiert. Ich glaube, wir Deutschen können uns in Spanien jetzt einfach überhaupt nicht mehr blicken lassen. Und zwar war ich in einem kleinen, niedlichen Restaurant in Sevilla und ich musste mal auf Toilette. Also auch alles, was keine Miete zahlt, muss halt nur mal raus. Und jetzt ist es halt passiert, dass in diesem Restaurant diese Spülung nicht funktioniert hat. Und jetzt lag halt dieser Haufen einfach so da und ging nicht weg. Und ich dachte mir so, oh scheiße, Hummel. Ich kann ja auch kein Spanisch, ne? Also mein Spanisch ist wirklich absolut überhaupt nicht muy bien. Dass ich quasi einfach zum Kellner gegangen bin und den so zu mir gewunken habe und ihn mit auf Toilette genommen habe, auf den Haufen gezeigt habe und gesagt habe, ha, habe ich die Spülung gedrückt und genau in diesem Moment hat die Spülung funktioniert. Ja. Da haben wir eine Weile da gestanden und uns in die Augen geguckt. Und ich glaube, dieser Spanier denkt jetzt, dass wir Deutschen unseren Haufen immer zeigen müssen, bevor wir spülen. Das nehme ich auf meine Kappe. Ich bin ja jetzt wieder Single. Ich habe gestern mit meinem Freund Schluss gemacht. Ganz ehrlich, hat er doch behauptet, dass er in der Nacht von Montag auf Dienstag bei seinem Bruder geschlafen hat. Also an sich ist es jetzt kein Trennungsgrund, ich bin da auch nicht eifersüchtig oder so, aber das kann gar nicht sein, weil ich habe da schon bei seinem Bruder geschlafen. Da kann er gar nicht geschlafen. Kein Herz für Lügner. Viele fragen mich immer so, Hummel, warum fährst du eigentlich so viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Ich meine, ganz ehrlich, ich bin schon extrem naturverbunden, muss ich schon zugeben. Aber ich fahre aus einem ganz bestimmten Grund kein Auto. Und zwar hasse ich es, wenn mein Navi sagt, in Richtung Norden starten. Ganz ehrlich, wer bin ich? Christoph Kolumbus oder was? Keine Ahnung, wo Norden ist. Als hätte ich einen Kompass am Arm. Mein Zug hatte heute Morgen 25 Minuten Verspätung aufgrund von Kindern auf dem Gleis. Ganz ehrlich, ich habe da mal ein klitzekleines bisschen kalkuliert, ja, aber die Impulsgleichungen zeigen, dass ein Kind kaum messbar so einen Zug ausbremsen kann. Verstehe ich nicht. Boah, ganz ehrlich, mich regen so diese Leute auf, die so sagen, boah, Tomek, sag mal, warum bist du eigentlich ein Single, so, warum bist du nicht mit der Frau zusammen, magst du keine Frauen? Und ich denke mir so, boah, ganz ehrlich, warum bist du kein Multimillionär, magst du kein Geld oder was? Ich suche mir das nicht selber aus, dass die Frauen nicht zu mir kommen. Check mal deine Lage, ey. Also ich, in meinen Augen ist so, möchte jede Frau so ein Stückchen vom Tomek haben, aber die Frauen sehen das immer so ein bisschen anders. Ja, ist mir doch egal, ob mein Flug gestrichen wurde, es interessiert mich nicht. Wie lange braucht die Farbe zum Trocknen? Hallo? Verstehst du, weil der Flug gestrichen wurde? Also dieses Corona ist ja gefühlt auch das einzige Produkt made in China, was nicht nach 3 Monaten kaputt geht. Beeindruckend. An den Sachen bei Primark kann man... An den Sachen bei Primark... An den Sachen von Primark, da kann man sehen, wie schlecht Kinder einfach nähen können. Weißt du, da kaufst du dir was und dann hast du so 5 Teile genommen, gehst zur Kasse und dann sind es nur noch 4 Teile, weil ein Teil so völlig weggeribbelt ist. So, lernt man besser nähen, ey. Ich bin kürzlich zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt bei meinen Eltern ins Schlafzimmer geplatzt. Die beiden haben gestrichen und ich musste mithelfen. Das war äußerst ungünstig. Ich hatte meine guten Sachen an. Ich dachte, wir hätten Personal für sowas. Boah, viele sagen ja immer so, Tomek kann nicht so gut mit Kindern umgehen. So. Und ich habe mich gestern erst so richtig gut mit den Nachbarsjungen so unterhalten. Ne? Der, keine Ahnung, ist so 4 oder so. Und der kam so zu mir und hat gesagt so, Tomek, guck mal, ich habe was gebastelt. Und dann hat er so ein Dosentelefon so gebastelt. Das sind so 2 leere so Ravioli-Dosen mit so einer Fadenschnur dran. Hat er selbst gebastelt. Und ich dachte mir so, ja, Digga, habe ich ihm mein iPhone gezeigt und gesagt, guck mal, was Kinder in deinem Alter so in China bauen. Hat noch nichts mehr zu sagen können. Ist einfach gegangen. Du, Mike, ich komme ein kleines bisschen später. Ich bin heute noch beim Hobo-Schwimmen. Wenn deine Mutter dich morgens beim Brunch lobt, wie wahnsinnig verantwortungsbewusst und erwachsen du geworden bist, seitdem du studierst, und du eigentlich nur da sitzt, total verkatert und versuchst nicht zu kotzen. Ja, das geht mir jeden Sonntag so.
Tomek, warum weint das Baby? Ja, Bruder, keine Ahnung. Das hat doch schon vorher geweint, bevor ich es fallen gelassen habe. Ich schwöre. Ich wollte mich letztens beim Online-Dating anmelden und es ist letztendlich nur daran gescheitert, dass ich es nicht hinbekommen habe, mir ein Passwort für diese Website zu erstellen. Gefühlt braucht man 7000 Zeichen. Mindestens eine Zahl, mindestens ein Großbuchstaben, Sonderzeichen, das Erstgeborene, das Nasenhaar einer Elfe. Ganz ehrlich, meine Bank gibt mir 4 Zahlen, um mein Vermögen zu sichern. Und so eine Dating-Plattform, also ich finde das unverhältnismäßig. Boah, ich hasse das, wenn Leute so sagen, so, oh, du musst dich selbst lieben, so am Arsch musst du dich selbst lieben. So ganz ehrlich, ich habe einen viel besseren Tipp für dich. Wenn du dich zum Beispiel so richtig hässlich findest, ja, du guckst in den Spiegel und denkst, was ist das für ein Hässlon, dann musst du einfach denken, so, du bist einfach nicht so dein Typ. Bitte gern geschehen. Eilmeldung. Berichten zufolge ist die Privatbibliothek von Präsident Donald Trump heute Nacht in Flammen aufgegangen. Beide Bücher sind restlos verbrannt. Tragischerweise hat er das eine Buch noch nicht zu Ende ausgemalt. Und nun zum Wetter. Hier Tommy Thorlingling live aus Pinneberg. Es regnet. Weil ich es auf Instagram immer wieder falsch sehe. Es heißt nicht Home is where your heart is, sondern Home is where your Hauptwohnsitz im zuständigen Einwohnermeldeamt ist. Einfach um das jetzt hier mal klarzustellen. Wir sind hier in Deutschland. Ja. Immer wenn du so mit 50 km/h so durch so eine Spielstraße rast und auf einmal so eine Bodenwelle kommt. Gestern waren die noch nicht da. Die bauen echt schnell in der Stadt. Ich verstehe das nicht. 1990, ja, da konnten die Kinder noch Dreck und Nacktschnecken essen. Das ein oder andere Kind hat sich sogar eine Grassuppe gekocht oder so, ja. Aber heutzutage ist schon wirklich ein riesengroßes Drama, wenn irgendein Muffin nicht glutenfrei ist und nicht mit veganer Schokolade gemacht wurde. Ja, dann platzen die reihenweise die Kinder weg. Muss an der Klimaerwärmung liegen oder so. Ich bin ja tatsächlich so voll der Womanizer, so, ja. Weißt du, und so voll viele fragen mich immer so um Rat. Deswegen habe ich jetzt hier so einen Tipp für euch da draußen, so. Eine Frau, ne, wenn die sich so vor dich umzieht und so dabei sich so komplett nackt macht und so vor dir, dann bist du entweder voll hart so in dieser Friendzone oder sie steht so richtig krass auf dich, Digga. Oder sie hat dich einfach nicht im Gebüsch entdeckt. Das kann auch sein. Oder sie hat es halt einfach nicht mitgekriegt, dass du bei dieser H&M-Kabine so unten drunter durchgeguckt hast. Manchmal sehen die das nicht. Auf dieser Seite findet ihr ein Jodel-Video, was sich rund um das Thema Corona dreht. Und auf dieser Seite könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bitte schreibt mir weitere Jodelsprüche in die Kommentare. Es ist viel witziger, wenn ich eure eigenen Sprüche auch noch mit in diesem Video mit aufnehme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Macht's gut. Und jetzt schreibt es schnell in die Kommentare, damit ich lachen kann. Ich lache sehr gern. Ich möchte lachen.